Den Mann rein. Mach jetzt Verwendung. Einfach nur 1 aus 4 Chance. 5 EP. 5 EP? Hm. Ist ja nix. Oh, wir spielen Wilhelm Tell. Mhm. Hold very still, Niklaw. Crack's aim is much improved, but still leave something up to chance. Yes, sir. Alright, Crank. Irgendwie wirkt der Apfel sehr riesig. Ready? Aim. Oh. Hm. We have a visitor. At ease. Niklaw, you may go. I see no night song. Surely you wouldn't have entered my tower without the night song in hand. Surely you wouldn't have wasted my time. Er wollte nur Informationen. Vor allen Dingen, wie sollen wir die. Ich stelle mir gerade vor, wie das Charakter hat. Diesen Engel durch die Gegend trägt. Ja. Fascinating. You've been to Shah's temple, haven't you? To the Shadowfell? Das geht euch nichts an. Alas, I've paid for a good deal of very privileged information. Now I await the results of the generous contract I've commissioned. Answer now, or see what happens when fools misuse my valuable time. Sie kriegen deinen Loot? Müssen Zeit verschwenden, dich umzubringen. Ich bin eins eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre interessant, wenn man die mit in der Gruppe hätte und da auftaucht. Wollen wir sie denn überhaupt an ihn abgeben? Schwierig. Ja, richtig. Ich meine, das Einfachste jetzt an die Belohnung zu kommen, wäre einfach zu sagen, du bist tot. Aber ja, warum? Das ist eine gute Frage. I'm growing tired of this repartee, my friend. Let us cut to the chase. Beautiful, isn't it? Worth more than your life, too. I bought it from a Kalashite warlock. Very little of his soul left to him. It can bind a celestial to the wearer's service with a snap of the fingers. Mm-hmm. And this? This can keep her in place. Das habe ich irgendwie schon mal gesehen. Forever. Ja, genau. Ach, nur eine 15. Das ist ja entspannt. Freunde sind wir auch noch. Du bist gut Freund mit jedem. Ja. Naja, reicht. Aber in dem Würfelmenü habe ich heute echt oft Lags. Dead? That cannot be. She, it, is immortal. A god. Is that meant to be some consolation? She, it, was the key to my immortality. Sollte er mal essen? How can this be? How can this be? Ja, als ein lebendes, fühlendes Wesen entwickelt man ja vielleicht Gefühle dafür. Vielleicht. Mhm. Ja. Oh, das war's schon. Ja, aber wenn es bloß ein Objekt ist, das ihm Unsterblichkeit verleiht,
Ja. So, was machen wir jetzt? Stehe ich jetzt immer noch hier. Keine Ahnung. Wollte da durch. Und dann stand da, ist schon in Benutzung. Und dann kam ich nicht mit. Ja, dann sind wir hier durch, ne? Das. Aber es gibt eine schöne Aussicht von seinem Turm aus. Ist das so? Alles, was das Licht berührt. Oh ja. Ich würde sagen, Baldur's Gate ist klein. Ja, also das ist wirklich einfach winzig. Das ist einfach bestenfalls winzig. Vor Ort. Ja. Have a lot on my mind. And well, ja. Ja, dann können wir wieder. Jetzt schießt der komische Dings wie ein Wilder. Tja. Tja, wir waren wirklich zu friedlich. Haben ihn einfach belogen. Nein, wie gemein. Das ist echt Gollums Runde. Lieber der Magier von Tiefwasser, sprich mit der Buchhändlerin beim Zaubererzubehör. Das wäre ja auch noch hier. Reden. Der Buchhändlerin. Muss ja hat auch die auch einen Namen? Nö. Vorname Buch, Hintername Händlerin. Da hinten vielleicht. Foliantenhöke. Vollner Foliantenhöke heißt sie. Fast so gut wie ich. Aber wir sind in der Bibliothek. Ja, okay. Da müssen wir ja auch flüstern. Mit und Brumm. Psst. These books are sensitive. They prefer an environment of quiet reverence. Ah, ja. Oh, es juckt mir in den Fingern. Es juckt mir in den Fingern. Ich verstehe gar nicht, wieso. Der Text ist bloß versehentlich groß geschrieben. You might have heard that our library has a collection. Other shops would lack the skill to curate. Between us, even Master Leverokan was reluctant to house them in his tower. The pen is mightier than the magic wand. Apparently. They're locked away here for their and our customers' safety. Our finest reserve includes the Tharkiot Codex, the Annals of Karsis and Netherese Folly, Sights of the Seelie, and the Curriculum of Strategy. Do any of those interest you? Die kann Fragen stellen. Keine Ahnung. Ansonsten geh's einfach mal durch. It is said to be written by Lord Karsis himself, the Netherese Arcanist who attempted to replace the goddess Mistra, failed and was banished for the attempt. Great magical knowledge lies within those pages, but not many can withstand it. The Annals of Karsis would no doubt have much to say about the Crone's true nature. If only you could read them. Buy? Books as temperamental as these are not on sale. They are secured in our vault, where none can harm them, nor can they do any harm. Consider yourself lucky to have learned of such a book's existence, and then forget about it. The Annals of Karsis are best left unread. Tierschnittwunde. Plus 17 Bonus ist schon echt cool. Und dann auch noch auf Vorteil. Du kannst trotzdem 2 Einsen würfeln. Ja.
Oder die zweite 20 heute. Das ist echt Jollums Tag. Ja. Customers like you are why I prefer the company of books. Danke, ich fühle mich geschmeichelt. The only way to gain access to the vault is through my office. And before you ask, no, you are not allowed in there either. Aber wir haben es auch überzeugt. Ja, deswegen haben wir die Info gekriegt. I already told you. It is locked in our vault. And with good reason. Imagine if a tome so dangerous was sold to someone with such poor comprehension. Wir müssen also in die Büro. Ja. You certainly have. Even simple knowledge of these tomes is enough to stimulate most. Ja, haben wir einen Plan, ne? Wo ist ihr Büro? Naja, hier ist ja so ein Bereich gelb markiert. Ich denke mal, dass das dann oben sein wird. Bisschen unintuitiv mit oben, aber... So. Ja, die wird die ganze Zeit beschworen. Hier irgendwo auch immer eine Spinne. Ah, hier ja. Durch die Metalltür wahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es ja auch Bernd noch... Ist auch. Das Problem ist halt, dass wir hier schön unter Beobachtung stehen. Oder? Ist auch ein Balkon oder sowas. Ein Balkon? Nee, man steht nicht unter Beobachtung. Oh. Ja, dann. Oh. Just keep your hands to yourself. You're being watched. Ja, jetzt auf einmal doch. Also sag ich doch. Ja klar, hier steht er doch direkt. Er steht jetzt doch hier direkt. Ja. Jetzt ja. Hm. Eben, als ich hier geöffnet habe, waren wir nicht unter Beobachtung an der Stelle. Macht das denn jetzt ein Problem, wenn wir jetzt hier durchgehen? Schon, oder? Also momentan ist die Tür rot und sie steht unter Beobachtung. Ich habe eine Idee. Ich stelle mich mal hier hin. Jetzt muss ich nur wieder das finden. Aber der Wache ist das egal. Ja, wahrscheinlich, weil es eine belebte Rüstung ist. Schade. Alles Banausen hier in dem Magierturm. Alles Banausen. Okay, aber ich hätte noch eine zweite Versuch. Blöde Tür. Okay, doch, einfach reingehen. Ja, aber unsichtbar. Wenn ich unsichtbar bin. Ach so. Ah. Aber Rani ist hinterher gelaufen, die war nicht. Ja. Und die war nicht unsichtbar. Warte mal. Unsichtbar, unsichtbar. Hatte ich auch mal. Ich könnte Dunkelheiten spüren, aber. Die Lichter. Wo ist denn meine Unsichtbarkeit hin? Oder hatte ich die jetzt weggemacht? So, was haben wir denn? Erstaunlich wenig. Unsichtbarkeit. Kann ich nicht machen. Ich kann meine Unsichtbarkeit nicht machen. Weil ich keine Aktion habe. Okay, ich habe ein Portal geöffnet. Sehr gut. Aber willst du alleine in den Tresor gehen? Die Frage ist, ob es der Tresor ist. Ich gehe einfach mal gucken. Ja, das sollte der Tresor sein. Der Zaubererkeller. Oh.
Ja, warte mal. Ich sehe keine Feinde im Moment. Hatte ich nicht auch irgendwie sowas wie Ablenkung? Einfache Illusion. Also, dass da nicht irgendwie direkt so ein Dingspunkt ist und wir einfach hinterher können. Okay, eine Wache ist, eine belebte Rüstung ist scheinbar keine Kreatur. Schade. Nee, die ist ein Konstrukt. Was denn jetzt? Achso, jetzt kommen hier eine Menge Leute um. Ja, wegen der Katze. Ja, ja. Ich hatte gehofft, dass die Wache halt guckt. Aber ich probiere es einfach mal aus, was passiert, wenn ich jetzt durchgehe. Kriege ich dann Ärger? Ja, alle wirklich nicht mehr. Okay, ich krieg Ärger. Schade. Tja, China, dann musst du es alleine machen. Na toll, ich habe nicht gespeichert, das war jetzt automatisch. Aber ist ja nicht schlecht, dass es gespeichert wird. Jetzt machen wir gleich so ein Hörspiel, so ein episches. Nee, du kannst ja auf China, auf Skurina klicken. Doppelt. Ach so, ja. Dann kannst du ihr folgen. Oh, Knopf. Knopf ist gut. Knöpfe bewirken Dinge. Okay. Ist nichts, die beiden sind was. Ja, was ist passiert? Aber meine Unsichtbarkeit kann ich scheinbar wirklich an die berühre eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Aber ich lade irgendwas. Kann ich nicht machen. Aha. Stehst du nicht? Ja, dann. Ja, nicht wohl ganz. Durch die Tür gehen, oder? Ja, durch den eben geöffneten Gang erstmal. Genau. Die anderen Tür vertraue ich nicht, die ist zu offensichtlich. Ja. Was macht die Holztour da drüben? Da sind bestimmt gute Sachen drin. Ja, guck doch mal rein. Und auf beiden Seiten sind auch solche Truhen. Ja. Ich glaube, da hättest du auch rübergehen können. Siehst du, da war aber wieder so Lichtgedöns. Ja, es ist so dieser Instinkt. Ja, zwei Schriftrollen. Hm. Auflösung. Das ist eine heftige Schriftrolle. Okay. Also es müsste Disintegrate sein. Das heißt? Einer der stärksten und tödlichsten Zauber. Sehr Auflösung. Gut. 50 bis 100 Schaden. Oh. Ja, und wenn die Trefferpunkte auf 0 sinken, dann wird das Ding einfach desintegriert zu Staub. Die Vitrine. F5. Bei jedem Schritt 5. Ja, ganz so paranoid bin ich nicht. In der Vitrine ist nichts drin. Dieses Buch leuchtet sehr schön. Oh. Oh, gegen 20. Ich habe gerade noch so die Meldung, da gegen Zauber irgendwas, hat irgendwas mit Fröschen gemacht. Oh, noch einmal. Wir haben noch 22 Versuche zum Schloss knacken. Nur noch 21 Versuche. Doch ein Quicksave gemacht. Die kann er jetzt immer wieder anwenden. 19. Ich hätte dir vorher noch so den badischen Inspiration Stunden geben müssen. Aber die wäre auch weg gewesen jetzt. Yay! Aber das wäre jetzt gut, so 2 Stunden sitzen wir noch. Ja, wenn ich nochmal lade, dann klappt es bestimmt. Letzte Liste der Roten Ritterin. Nee, das ist aber nicht richtig. Das Buch, was wir suchen. Es ist nicht das Buch, was ihr sucht.
quite some valuable knowledge hidden between these pages. Das hat 100 Erfahrung gegeben. Ja, war jetzt aber nicht das Buch, was wir gesucht haben. Dann findet man das Buch, was wir suchen. Dann ist es vielleicht doch was anderes. Ja gut, wenn man auf die Karte guckt, dann sieht man, okay, der Questmarker ist in die Richtung. Wer hört schon auf Questmarker? Ich meine, das ist doch... Ich eher selten. Mich war das immer so ein Hinweis, geh in die andere Richtung, weil... Ganz genau. Quarz, ein bisschen Gold. Die Hexe kommt mich besuchen. Was ist hier für eine Tafel? Sperrzone, okay. Schwarze Katze hier. Sehe schon, irgendwo mal so ein bisschen einen Händler aufsuchen, um ein paar Diebeswerkzeuge zu holen. Na super, drei Türen. Ja. Aber alle erfolgreich. Gaskrumm, ich habe nichts dabei, worauf zu gehen. Diesmal werd ich von der Katze bedrängt. Hat auch keiner von uns. Also rein? Nicht wie sonst immer China. Nach Süden steht Silberhand über der Tür. Ach so, links ist Elminster und rechts... Ah! Wir wollen Kassos haben. Oh, ich hasse es. Each door named after a wizard of renown. The annals must be behind Karsus's door. So, falls das Gas entzündlich ist, sollte es zumindest nicht hochgehen. Juhu. Ach, guck, man braucht bloß eine 10. Das sollte ja machbar sein. Schloss knapp unmöglich. Unmöglich? Wie kriege ich das Ding dann bitte schön auf? Ja, was war das denn jetzt? Okay, teleportiert. Vier Türen. Jede mit einer anderen Magiesorte. Was wollen die mir damit sagen? Brauchst du dann ein bestimmtes Element vielleicht, um die Tür zu öffnen? Oh oh. Ja, okay, ich bin bloß blind. Das ist... Ah ja, gut. Wohl leeren Worte. Nee, doch nicht.
Jetzt aber wieder weg. Alles gut. Ja. Weil ich die Falle davor nicht gesehen habe. Ich habe schon vermutet, dass da eine ist. So ist nicht. Die andere Platte sehe ich also nicht. Super. Was du der Hexe? Okay, ich habe Verwandlung genommen und bin zurück am Ort, wo ich das Schloss nicht knacken kann. Super. Das von Elminster kann ich auch nicht knacken. Also war Verwandlung falsch. Okay, aber Vorwurf war anscheinend richtig. Und ich finde es nicht gut, dass ich auf einer Marmorplatte stehe und die Klick gemacht hat. Ach, Klick ist doch immer ein gutes Zeichen. Das war bestimmt der Öffnungsmechanismus für die Tür. Einfach großartig. Aber wie hast du sie jetzt genau aufgekriegt? Die war auf. Die war auf. Für Elminster, ein Hebel. Hebel sind immer gut. Jetzt entscheidet nichts. Ja, toll. Weitsicht und Verwundbarkeit oder Tor. Okay, ich bin zurück. Also nicht ganz zurück. Es reicht für mich dieser Gasgrube. Verdammt, wo war ich durchgegangen? Weiß ich nicht mehr. Durch Hervorrufung. Verwandlung bin ich zurückgelangt, Hervorrufung war ich eben. Versuchen wir noch mal. Gerade die Katze rausschmeißen, deswegen habe ich da nicht drauf geachtet. Verwandlung, um nochmal zurückzukommen, um zu gucken, wie der Status der anderen beiden Türen ist. Ah! Elminster ist aufgegangen. Sehr gut. Elminsters Schatzkammer.